Nicht? Können wir mal schwimmen ein bisschen. Gibt's hier irgendwas unter Wasser? Ein kleines Geheimnis? Nein, nur bemooste Steine. Ein paar kleine Lampenschiffchen, die hier rumgleiten. Ja, gut. Wo wollen wir denn lang gehen? Also da oben rechts können wir lang. Wir können hier lang klettern. Da ich jetzt noch überhaupt keine Orientierung von dem neuen bezüglich des neuen Gebietes habe, würde ich sagen, gehe ich erstmal hier lang. Ja? So, Lara, auf geht's. Klettern Sie nach oben. Oh, das sieht schon mal sehr einladend aus. Sehr viel Spinnweben ist wahrscheinlich der Dachboden, wo auch schon seit Jahren, oder seit Jahrhunderten nicht mehr. Ja, wo ja nicht mehr irgendwie gedingst wurde, ja, gereinigt wurde. Ja, da kann ich bestimmt nicht festhalten, oder rutsche ich einfach. Ah! Oh, jetzt. Das ist gut. Ich habe mich schon mal auf eine Plattform retten können, an der ich nicht runterfalle. Jetzt muss ich nur noch irgendwie weiterkommen. Da hoch offensichtlich. Aber guck mal, hier geht's weiter. Ja. Das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich auch nicht. Warte mal. Der hat sich jetzt gerade ganz komisch da lang gehangelt. Das wollte ich doch nicht. Kann ich mich da einfach hochziehen? Dann machen wir es halt so. Okay. Ich kann natürlich einfach auch hoch teleportieren, das geht auch. Ich meine, wir müssen es gar nicht so kompliziert machen. Wir könnten tiefer in die Höhle gehen, wir könnten auch erstmal da lang. Ah, ist halt schwierig. Es gibt ja so viele Wege, die man gehen kann. Die wir natürlich alle sehen. Oh, das leckt meine Fresse. Oh, ja, ist ja die Frage, wo wir lang gehen, ne? So umfangreich. Hier hinten geht es auch nochmal lang, oder? Also, ne, wenn ich hier so ein bisschen ausscharre, liegt das daran, dass ich wirklich erstmal gucken möchte, was für Möglichkeiten habe ich hier. Wo kann ich potenziell lang? Und ich werde jetzt erstmal durch die Höhle gehen. Das spüre ich gerade. Vielleicht ist das einfach eine gute Intuition, ich weiß es nicht, wird sich zeigen. Welcome, Lara, to the Rapids of Galgaran. Down the river you must go. Alter, hast du mich erschreckt. As fast as you can know. Shooting bells of there are 9. Can you do it in time? If you fail, don't wail. The river returns you to the trail. If you can make it, enter the cabin down there to take it. Wie kommst du hierher, Yishi? I've collected all the pickups in the area so as you don't get distracted from the task at hand. Let me see. Yes, there was a medkit, a secret. Oh my, it's pretty. And yes, some museumo. Well, there you have it. The river is yours, my dear. Please go ahead. Bless your Lara. Danke, aber du machst mir ein bisschen Angst mittlerweile. Du erscheinst ja einfach. Aber schön, wie er hier auf dem Stein balanciert, ne? Also, und er hat immer ein freundliches Lächeln auf dem Gesicht. Wie gesagt, ich mag Yishi. Ich frage mich zwar immer noch, wie hier... Oh, was haben wir denn hier? Oh, damn. Must have been a fake. Na toll. Na, solange das Medikit kein Fake ist, ist alles in Ordnung. So, Uzi-Munition. Ich frage mich zwar immer noch, wie hier Uzi-Munition herkommt, aber gut, das müsste man sich endlich bei jedem Tomb Raider-Teil fragen. So, jetzt haben wir ein Problem. Da wären nämlich jetzt Tipps drauf, die wir jetzt nicht sehen. Ja. Aber Bells 0 von 9. Okay. Jetzt müssen wir ja noch runterfahren. Okay, mal sehen, ob wir das überleben irgendwie. Falls wir nicht weiterkommen, wir machen das mal so. Also da stehen ja potenziell Tipps drauf. Falls wir nicht draufkommen, kann ich kann das Spiel halt nicht beenden. Leider, das geht nicht. Wartet mal, ich kann mal versuchen. Bin ich auf meinem Handy über meinen Account angemeldet bei. Ne, bin ich nicht. Bei Dings, ne. Im Notfall, wenn wir nicht weiterkommen, dann stoppen wir kurz mal den Stream. Da werde ich mir das mal irgendwie ausdrucken oder so. Weil die Sache ist, ich kann jetzt nicht raustappen, weil ich das über Bildschirmaufnahme. Über Bildschirmaufnahme mache hier. Okay. Wahrscheinlich muss ich die zum Klingen bringen. Okay, das war schon mal richtig schlecht. Aber wir können ja
wir gucken uns das Level einfach mal an. Ist okay. Da ist eine Glocke. Wenn wir das zum Beispiel einfach hier übersehen haben. Ist auch eine coole Idee, mal ehrlich. Wahnsinn. Vogel abschießen. Jetzt wird es ein bisschen dunkel hier. Okay, hallo? Ich sehe nichts. Angst. Also, cool, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Dann wollen wir mal Nummer 1. Wir machen das nochmal, wir kriegen das hin. So, jetzt, ist er. Ich habe noch nicht mal den Countdown gestartet. 2. Jetzt haben wir es aber. Aber was für eine coole Idee. Ja, das ist echt nice hier. 3. Und da ist noch eine. 4. 5. Ja. Nein! Scheiße, ich hab's. Ach, Mist. Okay. Es macht irgendwie Spaß. Ich werde zwar vielleicht noch 1000 Jahre brauchen hier, gefühlt, bis ich hier durchkomme, aber es ist schon ziemlich cool. Und die Musik ist auch, ey, wirklich herrlich. Herrlich. Anders kann man es gar nicht sagen. Oh, ein Zeitlimit. 3. Auf 4. 5. Jetzt muss ich hier rüber springen. 6, ja. 7. Mann, scheiße. 7. Ich glaube, ich habe einen übersehen, oder? Ich hab 2 übersehen. Hi Junon. Du bist gerade. Ja, ist nicht schlimm, ist nicht viel passiert. Ich habe gerade den Ofen angezündet. Und jetzt bin ich in so einen neuen Bereich gekommen, wo ich jetzt 4 Schriftrollen finden muss. Unter anderem muss ich jetzt hier so eine Rutschpartie ja irgendwie absolvieren. Wie ich das machen soll, weiß ich zwar nicht, aber. Also ich muss die Glocken irgendwie zum Klingeln bringen. Ich habe auch noch nicht alle gefunden. Da oben ist auch noch eine, das habe ich gar nicht gesehen, siehst du? Da ist schon mal die erste, die ich übersehen habe. Okay, schon verloren. Okay, ist in Ordnung. Wir können ja trotzdem ein bisschen rumgucken, wo wir potenziell eine übersehen haben. Da ist noch eine. Okay, also muss ich am Anfang auf jeden Fall auf dieses Mittelding springen. So, da haben wir die nächste, die habe ich schon gesehen, die habe ich auch schon gesehen. Aber geht's hier zur Seite noch weiter? Ist auf jeden Fall cool gemacht, ja. Auch wenn ich die ganze Zeit verliere. Aber kriegen wir hin. So, Nummer 1. Und die Musik ist auch so herrlich, ey, wirklich. So, jetzt schneller drauf. Schnell, Lara. Ja. Schnell ist natürlich gut. 3. Zu langsam. Aber ist wie es ist. Hier. Da unten ist noch eine. Da muss ich mich auch so fallen lassen. 5. 6. Da oben ist noch eine. Die habe ich übersehen. Scheiße, wie soll ich da rankommen? 7, 8 und da unten war noch eine 9. Also, jetzt haben wir es aber wenigstens. Jetzt wollen wir mal sehen, wie wir da hinkommen. Hier eigentlich. Ist hier was Besonderes? Also, ihr siehst schon, ich versage wieder komplett, aber. Ja, das ist halt Übung. Ne? Übung macht den Meister. Oder die Meisterin in dem Falle. Ja, wie gesagt, ich bin einfach nur fasziniert von den ganzen Ideen, die hier eingebaut sind. Das ist, also, nee, unbeschreiblich. Also, ganz ehrlich, wenn Loch hier, also der Erfinder oder der Macher von dem Level, noch andere Level gemacht hat, die werde ich mir echt mal angucken. Also, der hat auf jeden Fall ein richtiges Talent dafür, das muss man ehrlich mal sagen. Also, wie viel Liebe zu Detail hier mit eingebaut ist unfassbar, also.
So. Jetzt rechts halten, ich muss da hoch. Hey, wie soll ich... Soll ich zu der Glocke hochkommen? Das schaffe ich nicht. Ich will mal wissen, was hier abgeht. Hier ist auch noch irgendwie... Auch noch Sachen, wenn man kann. Da kann ich mich doch bestimmt... Warte mal. Aber ich dachte, ich komme da durch vielleicht. Da ist die Gebetsrolle. Ah, siehst du, die wir brauchen. Aber wenigstens gehst du nicht Game Over, dass es war. Weißt du, was wir jetzt mal machen? Wir machen jetzt mal bewusst was, ja? Wir werden jetzt mal einfach nur dahin rutschen. Und ich will jetzt einfach mal gucken, wie ich diese eine Glocke da erreichen kann. Bevor wir jetzt wieder das komplette Ding machen. So, Nummer 1, 2, 3. Die ersten drei kriegen wir problemlos. Dann ist die eine hier versteckt. 4, das können wir machen, indem wir jetzt hier so rüberspringen. Das ist nicht das Problem. 4. Dann haben wir hier die fünfte. Das war jetzt nicht gewollt. Ich muss da irgendwie landen da unten. Das ist halt mir immer noch ein Rätsel. Ja, versuchen wir es einfach mal. Man wird ja besser mit der Zeit. Speichern kann ich da übrigens nicht, ne? Also. Geht leider nicht mittendrin. Das ist nicht möglich. Oh, das war knapp, das war knapp. Na, hab's eh verkackt, egal. Ich muss da... Oh, warte mal, das ist natürlich... Das soll ich schaffen! In einer Minute! Also ja, ich muss da hochspringen, aber dann... Oh Gott! Wie soll das denn gehen? Okay, ich versuch's, also... Hier muss jeder Schuss und jeder Sprung sitzen scheinbar. So, da habe ich schon mal hängen geblieben. Das ist genau das Gegenteil von jeder Schuss sitzt, ne? Nein, ach komm, ich habe schon verkackt. Ich habe schon verkackt. Na gut, ich kann auch nicht wild hier durch die Gegend springen. Das kann natürlich auch dazu führen, dass ich einfach völlig versage. Was soll ich sagen? Na, da hat uns aber eine gute Challenge hier in den Weg gelegt, ne? Aber es ist trotzdem Spaß hier. Es ist trotzdem, wie soll ich sagen, sehr herausfordernd. Wenn ich hier nicht hängen bleiben würde, wäre das was ganz Feines. Nein! Oh doch, ich hab's noch. Oh, ich könnte es schaffen. Nein, 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 nein! Boah. Nee, das war's. Ach, Junon. Es ist ein Trauerspiel. Die eine Glocke verbraucht halt extrem viel Zeit, ne? Muss man wirklich mal sagen. Also. Ich kenne mich schon wieder. Ich habe das Genick gebrochen. Ich habe zu wenig Leben, ne? Also. Egal, kriegen wir hin. Wenn du deine innere Ruhe, dann wirst du es schaffen. Na, Meister, ja. Ich und meine innere Ruhe. Das sind so zwei Sachen, die. Passt, glaube ich, gar nicht zusammen, ne? Okay, ich finde meine innere Ruhe. Ich denke einfach an das Gebet, was wir gerade eben hatten. Ja. Achso, übrigens, was du auch verpasst hast, da war eine Küche. Das ist schon wieder viel zu viel Zeit. Ja. Also schade, dass ich die einfach speichern kann mittendrin. Ja, komm, ich hab's eh verkackt jetzt. Da war noch eine Küche, da war ein Aufzug oder so, ein Essensaufzug.
Den konnten wir aber nicht... konnten wir nicht aktivieren. Weil da irgendwas im Weg war. Also irgendwas hat den Aufzug blockiert. Da müssen wir dann nochmal gucken. Wir müssen wahrscheinlich später mal zurückkehren. Das ist echt hier ganz schön knifflig, ey. Wisst ihr das? Bin auch bei sowas, also bei solchen Zeitsachen bin ich echt nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt wahrscheinlich schon wieder viel zu viel Zeit verschwendet. Aber was soll ich sagen, ich bin halt echt nicht gut bei sowas. Jetzt kommt die tricky Stelle. Na! Na mal, warum, hey, was? Halt dich doch fest! Oh, meine Güte. Okay, komm. Du schaffst das, Doc. Glaub an dich. Irgendwie. Ich bleibe jetzt zu lange hängen. Das ist irgendwie eine Stelle, da komme ich nicht flüssig durch. Irgendwie nicht hin. Okay. Nein, warum? Warum? Ja, also es ist schaffbar. Ich denke mal, die Zeit hört auf, sobald ich die Glocken geläutet habe. Lara Croft Hellbells, ja. Also es fällt mir gerade schwer, meine innere Ruhe zu behalten, also irgendwie. Aber wir kriegen das hin, also man wird ja mit jedem Mal besser, ne? Muss man auch mal so sehen. War auch schön, dass da irgendwas an den Glocken abbröckelt oder so, ne? Also scheint auch sehr stabil zu sein. So viel Zeit schon mal verschwendet hier. Ich bin zu waghalsig, was den Sprung betrifft. Aber, weißt du, in meinem Kopf geht das alles richtig schön flüssig so, ne? Also, ohne irgendwie jetzt irgendwo hängen zu bleiben, aber das funktioniert so nicht. Da muss ich ein bisschen. Der Arbeitsschutz sollte wirklich mal bei diesem Kloster vorbeischauen, ja. Ja. Sage ich ja auch, also, das ist halt. Beim Hishi, der hat mir vorhin, wo ich den getroffen habe, hat er auch gesagt, oh ja, schön, dass du so weit gekommen bist. Du bist schon mal besser als der andere Typ dran gewesen, der andere Archäologe. Ich denke, naja gut, ist ja kein Wunder, wenn das ganze Kloster einfach nur eine reinste Todesfalle ist. Ja. Jetzt. Schnell, Lara. Yes, nein! Ich hab was vergessen! Also, erstmal, das ist doch nicht schaffbar. Also, die eine Stelle da, die ist nicht da muss ich doch irgendwie... Das dauert zu lange, da hochzuklettern irgendwie, aber anders sehe ich es gar nicht. Ich schaff das doch nicht, die zu aktivieren von meiner Position aus, oder? Ich schaff das, ich war kurz davor. Okay. Ja, hier bleibe ich auch zu lange hängen, muss man sagen. Ich kann mein Leben nicht. Ah, scheiße. Ach komm, wir schaffen das. Wir glauben an uns. Ich weiß noch nicht, welche. Ja, ein paar Genickbrüche gehören dazu. Ich habe die eine Glocke da unten nämlich vergessen. Ne? Ich muss jetzt irgendwie, wenn ich den Weg gehe, den Alternativweg, muss ich irgendwie noch eine Möglichkeit finden, die andere da mitzunehmen. So.
Warte mal, wir nehmen jetzt mal den Weg hier, der war nicht auch ganz gut. Fand ich jetzt. Kann man nämlich gleich hier nämlich lang. Wisst ihr, das ist eine kleine Abkürzung. Das passt, das passt, das sieht gut aus. Ich glaube an mich, irgendwie. Das sieht sehr aufbauend, ne? Ich glaube an mich, irgendwie. So. Ja. Ja, ja. Ich hab's. Ich hab's. Jetzt nicht verkacken. Jetzt abspringen und 9 von 9. Gut, oder? Hallo? 9 von 9, ich hab doch alles geschafft. So, öffne mir die Türe. Oh, ich muss oben einfach eindringen, oder was? Hallo? Will mich mal hier jemand reinlassen? Ich hab die Aufgabe erledigt, Lishi. Oder will ich mal nach vorne? Hä? Ich hab das doch geschafft. Ich verstehe nicht. Das Problem ist halt, dass ich die Dinger nicht sehe. Versteh's nicht. Ist das ein Bug gewesen oder? Ich habe ja jetzt den Hindernisparcours geschafft eigentlich, oder nicht? Na Mensch, mach doch. Junon, kannst du mir mal einen Gefallen tun? Und zwar, auf meinem Kanal ist unter einem der aktuellen Videos, hat der Entwickler von dem Level, hat ein Docs-Dokument geteilt. Ach, scheiße. Und in dem Docs-Dokument steht drin, wie die, was auf den Schriftrollen draufsteht, die ich hier nicht öffnen kann durch den Bug. Kannst du mal gucken, ob der jetzt bei dieser speziellen Schriftrolle vielleicht irgendwas Interessantes darstellt? Ich glaube, du müsstest da auch zugreifen können. Glaube ich, ja. Das ist zumindest irgendwie öffentlich geteilt, so wie ich das gesehen habe. Das wäre ganz gut, weil ich habe irgendwie das Gefühl, das war jetzt gerade irgendwie ein Bug, oder? Also. Dankeschön. Weil es sei denn, ich muss noch irgendwie am Ende was aktivieren. Das kann ja auch sein. Dass da vielleicht noch irgendwie ein Aktivierungsding da stattfinden muss. Weil eigentlich mache ich ja gerade alles richtig, würde ich jetzt mal so ganz frech behaupten. Aber mittlerweile bin ich ganz gut darin geworden, finde ich. Also. Ach! Mist. Weil eigentlich dieser. Also das finde ich sonderbar, das Ding, das sich nicht geöffnet hat. Naja. Vielleicht muss ich wirklich da unten nochmal durch den Durchgang flutschen. Aber. Ja. Neun Glocken aktiviert oder nicht aktiviert? Das ist doch hier. Also, wenn ich sie alle aktiviert habe. Doch eigentlich. Ja, müsste es doch eigentlich weitergehen. Hopp! Hopp! Bei YouTube ist das. Ja, das war vor 2 Tagen oder so. Ich weiß nicht mehr, welches Video es war. Es kann sein, dass das. Das wirst du schon sehen. Also, es war ein etwas längerer Kommentar und da hat er das rund drüber geschrieben. Ich glaube, das ist gerade für unsere Zwecke hier. Mann! Ich komme hier nicht klar. Oh, warte mal, jetzt. Vielleicht komme ich. Nein, warum rutsche ich? Ich werde ja noch ewig dran sitzen, ne? Das ist gerade ein bisschen tricky hier. Ein bisschen sehr tricky. Das ist genau das Richtige für mich, wirklich. Also, merkt das.